Herr Seifert, das heißt in Presseberichten, im norddeutschen Rinderbestand grassiere Botulismus, eine Infektionskrankheit. Was ist dran? Das ist aus unserer Sicht nicht richtig. Wir haben in Schleswig-Holstein in den Rinderhaltungen keine Probleme mit sogenannten chronischen Botulismus. Es gab einen Fall, der liegt allerdings schon einige Jahre zurück, aus den Jahren 2007, 2008. Seither ist chronischer Botulismus oder Faktorenerkrankungen für unsere Rinderhaltung kein signifikantes Problem mehr. Es wird in den Berichten auch der Eindruck erweckt, Sie, also die Behörden, würden abwiegeln, wertvolle Zeit verlieren. Das Gegenteil ist der Fall. Wir halten uns nur daran, dass wir eher informieren als spekulieren. Wir sind als Behörde gerade diejenigen zusammen mit den Bundesministerien und den Behörden dort, diejenigen, die die Forschung auf diesem Gebiet vorantreiben. Forschung ist hier in der Tat notwendig. Das, was man als chronischen Botulismus bezeichnet, ist in der wissenschaftlichen Fachwelt gar kein gesichertes Krankheitsbild, sondern hier werden eine Vielzahl von Erscheinungen, also von Symptomen, diesem Krankheitsbild zugeordnet, die allerdings auch ganz unterschiedliche Ursachen haben können. Um es mal am Beispiel klar zu machen, eine verringerte Milchleistung wird von einigen Vertretern dem chronischen Botulismus zugeordnet. Ein Rind kann allerdings auch dann eine verringerte Milchleistung vorübergehend haben, wenn es zum Beispiel ganz simpel eine Erkältung hat. Von daher ist nicht genau klar, was ist eigentlich chronischer Botulismus. Es ist auch unklar, wenn es diese Krankheit so wie beschrieben gibt, was löst sie aus und wie kann sie behandelt werden. Von daher in der Tat ist hier noch einiges an Forschungsarbeit notwendig und wie gesagt, das verschleppen die Behörden nicht. Im Gegenteil, die Behörden sind diejenigen, die das vorantreiben und sind die großen Player hier in dem Bereich. Stichwort Milch, was heißt das für den Verbraucher? Was den Verzehr von Milch und auch von Fleisch von Rindern angeht, ist hier der sogenannte chronische Botulismus für die Verbraucherinnen und Verbraucher überhaupt gar kein Problem. Selbst bei erkrankten Tieren, das belegen die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse eindeutig, besteht überhaupt keine Gefahr bei dem Verzehr von Milch oder Milchprodukten oder auch von Fleisch. Herzlichen Dank für die Information. Gerne.